Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Rot. Wie ihr seht, habe ich Drache ein bisschen trainiert auf Level 13 und das ging sogar besser als gedacht mit seinem Wickel. Ja, Wickel ist zwar kacke, aber die wilden Pokémon können sehr wenig dagegen unternehmen, ja. Was ich schon immer vergessen habe bisher, was heißt schon immer, das erste, dritte Part, Tränke kaufen. Sehr wichtig. So, war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Warum sind die 300? 300 ist ja extrem teuer. War das schon immer? Ja, doch, das war schon immer so, glaube ich. Okay, hier steht kein Typ, der uns aufhält. Perfekt. Und ich denke, jetzt gibt es einen Kampfpart. Wir kämpfen einfach mal gegen alle, die hier rumstehen. Um, ja, gleich ein bisschen Training mitzunehmen, obwohl wir ja eigentlich genug stark sind. Du hast den Gary Sprite, super. Rival 2. Los, Drache! So, passt auf. Mit dem Wickel. Ich kann ein bisschen vorspulen. Weil Drache schneller ist, kann der Gegner niemals angreifen und somit ist das kein Problem. Was kommt? Düt, düt, düt. Ja, hier ist Drache auch schneller. Vorspulen, zack, kein Problem. Rival 2. gibt's hier unten nichts mehr? Nein. Dann du hier. Dich habe ich im Britanniawald gesehen und irgendwie sowas. Oh, sieh eine an. Lower Turtle. Und zack. Level 14, gut. Und dann Karablast. Was ist Karablast? Okay, dieses Sprite sieht cool aus. So, und... Chingling. Okay, Chingling, auch dich machen wir so fertig, kein Problem. Dann der Nächste. Hallo, hallo, hallo. Hypno. Ah, okay, den Sprite, den erkennen wir. Der sieht ungefähr richtig aus, denke ich. So, und weg. Muse. Ah, hallo. Schrei mich nicht an. Hallo, Kätzchen. Avia. Oh, keine AP mehr für Wickel. Naja, gut. Croc, mach du das. Und zwar mit dem Biss. Wow. Warum hältst du so viel aus, Sophie? Level 15. Und Rocker besiegt. Ich habe eigentlich keinen Bock, mich bei das Heilen zu gehen. Deswegen nehmen wir Bambi nach vorne. Und kämpfen weiter. Bla 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 bla. Vier Pokémon. Was bist du? Ach so, Dingens hier. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und was bist du? Oh, eine coole Schildkröte. Hier sieht der Sprite auch sehr geil aus, muss ich sagen. Das war ein Crit. Und dann Fungus. Ah, das ist doch, ich habe jetzt in Parasek rumstudiert. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja, ich habe keine Ahnung mit den englischen Namen. Und Habitak, auch dich. Kennen wir und ich hole mir mit dem Aurora-Strahl vom Himmel. Bla 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 bla. Dann du hier. Nochmal Gary Sprite. Was bist Toxipet. Okay, das sieht auch cool aus. Aurora-Strahl. Zekrom. Holy shit, wie geil sieht das denn aus? Ganz im Ernst. Ganz im Ernst, das sieht ja ultra geil aus. So, Level 15 für Bambi. Gut. Und auch den hätten wir besiegt. Happy nice, ja, ist gut. Da ich den Trainer hier auch bekämpfen möchte, nehmen wir den auch noch. Holy shit. Sieht aber auch geil aus mit diesem Sprite Art. Okay, Takedown. Bringt auch nicht viel. Ja, Aquaknarre bringt dir auch nicht viel. Komm schon, haut das Vieh weg. Crit hat nicht gereicht. Wow, vorsichtig sein. Level 16 für Bambi und Rocker wurde besiegt. Nun gut, dann gehen wir schnell zurück zum Pokémon Center. Ich meine, wir haben die Speed-Taste auf unserer Seite, dann dauert das nicht ganz so lange, nicht wahr? Hier ist es doch schon. Zack, zack, zack und geheilt. Danke, tschüss, wir gehen bereits wieder. Geht doch gar nicht so lange, nicht wahr? Ja, man kennt das Spiel, aber ich finde das doch schon irgendwie eine sehr coole Sache, wenn hier die ganzen Viecher und alles randomized ist. Maxax, auch geil. Dafür haben wir auch den Aurora-Strahl. Amongus, was... Warum hast du so einen komischen Entenschnabel und du siehst allgemein irgendwie ein bisschen komisch aus, aber belassen wir es dabei. warum nehme ich nicht eigentlich wieder Drache nach vorne? So. Nein, ich wollte nicht deinen Statusbericht sehen. So, was kommt denn hier? Wow.
Wow, ein Zebritz. Das wäre interessant. Das hole ich mir eventuell sogar. Erstmal sehen, was es sonst noch hier gibt. Willst du kämpfen? Ja, will sie. Gut. Was zum... Noctu, was ist mit dir passiert? Ach du Scheiße. Scary shit. Los. Sehr gut. Wow, das war... Wow, was ist mit dieser Eule passiert? Verdammt nochmal. Hier könnten wir uns Porygon Z fangen. Auch geil. Was sonst noch? Dingens hier. Will ich auch nicht. Ja, Paneko. Will ich auch nicht haben. Die will ich immer noch nicht haben. Na? Kyurem! Leute! Leute, Kyurem! Ist ja übel. Hör bitte mal auf damit, ja? So, noch Donnerwelle. Ja, ich hole mir das Vieh. Einfach nur, damit ich es habe. Aber ich möchte es eigentlich nicht unbedingt einsetzen im Kampf. Was tue ich da? Pokéball werfen! Pokémon verfehlt. Aha! Shit! Nochmal versuchen. Verfehlt. Toll. Kann ich mir das Vieh gar nicht holen? Was könnte ich sonst noch tun? Nicht mehr viel eigentlich. So, einfach mal das gemacht. Habe ich nicht noch einen Superball? Doch, verwende ich den mal. Was ist denn los? Warum kann ich das Mistvieh nicht fangen? Ja, gut, es ist besiegt. Shit. Okay, dann denke ich mal, weiß ich, was ich mir hier fangen möchte. Wir brauchen bloß... Deoxys gibt's hier auch noch. Ja, ich würde gerne alle legendären Pokémon fangen. Versteht ihr? Aber nicht unbedingt alle im Team haben. Das wäre kacke. Das wäre echt kacke. Ja, Kyurem kann ich mir jetzt hier nicht mehr fangen. Fange ich mir halt Deoxys. So. Kein Eintrag. Ja, dich nennen wir einfach mal Alien. Alien. So. Und nein, ich werde den Rahmen nicht aktualisieren, weil ich werde das Vieh gleich auf die Box schmeißen, einfach nur, damit wir es gefangen haben. Ja. Naja, sei es drum. Kein Kyurem für uns. Ja, und falls ich dann wirklich mal Pokémon benötige, weil ich kurz vorm Abkratzen bin, werde ich selbstverständlich unser Alien ins Team nehmen. Ja. Aber im Moment... Nö. Ungern. Halt, ich könnte es mir noch ansehen zuerst. Das Sprite ist cool, aber der Sound, also sein Ruf ist ein bisschen komisch. Okay, du kannst auch keine tollen Attacken, dann ist ja gut. Wir haben dich gefangen, aber mehr interessiert uns dann auch nicht. Habe ich meine Pokémon geheilt? Ja, ich glaube, ich habe sie geheilt. Ist egal. Okay. Okay, okay, okay. Ich würde gerne... Nee, ich möchte nicht unbedingt ins Museum. Da gehe ich irgendwie nie hin, kann das sein? Das vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Das heißt, ich vergesse es. Ich möchte da gar nicht hingehen. Nochmal ein Kyurem. Mach mir es platt. So. Hast du ihn davon. Wenn du dich schon nicht fangen hast lassen wollen, dann leck mich halt. Was ist mit dir? Du wirst nicht kämpfen. Nein, okay. Hier noch was. Blutzuck. Blutzuck wäre wiederum ein Pokémon, das ich gerne mitnehmen würde. Aber ich darf mir jetzt hier nichts mehr fangen. Ah, komm, gehen wir. Noch ein letztes. Nochmal ein Deoxys. Okay. Tschüss, Deoxys. Und Level 17 schon für Drache. Willst du kämpfen? Nein, willst du nicht. Wir gehen doch mal kurz hier rein. Und dann sprechen wir mit dem Vogel. Team Rocket, bla bla blups, ja. Ich sollte mir bald wieder mal Pokébälle kaufen. Ich habe, glaube ich, nicht mehr viele. 4 Stück nur noch. Naja, ein Pokémon kann ich mir hier drin fangen und das muss dann eigentlich auch ausreichen. Okay, dich kennen wir auch schon. Okay, oh nein, jetzt den richtigen Weg nehmen. Ja, ich glaube, es geht rechts lang, aber ich... Oh, sieh eine an. Komm schon. Ja, der Wickel war hier so bösartig.
So, das war's. Danke, gib mir Geld. Wir gehen kurz hier runter, weil da ist ein Item, genau. TM24, das ist dann... Donnerblitz. Wäre vielleicht was für Bambi. Oder für Drache. Ich denke, ich warte mal noch damit, bevor ich TMs verschwende. So, was willst du hier? Triff Zeppelin! Ach du Scheiße. Irgendwie mache ich keinen Schaden, verdammt. Muss wechseln, und zwar auf Croc. Meine Güte, wie sieht das denn aus? Was bist du? Oh mein, oh. Brrr. Du siehst böse aus. Level 20. Für Croc, super. Dann haben wir hier eine Pokepuppe. Okay, warum nicht? Kadabra. Hätten wir schon mal die Möglichkeit gehabt, eines zu fangen, aber... Panfernu! Holy shit! Ja, ein starkes Feuer-Pokémon wäre nicht zu verachten, aber ganz im Ernst, ich mag diesen Affen nicht. Ich mag ihn einfach nicht, deswegen nein. Abra, gut. Ja, ich mag diesen Affen nicht. Nochmal ein Abra, ja, bekämpfen jetzt auch gar nicht erst. Hallo! Ja, wir hätten auch ein Pipi nehmen können, wenn ich mich richtig erinnere. Zu Beginn unseres Abenteuers. Ja, ich möchte mir jetzt hier alles ansehen. Nochmal so ein hässlicher Affe. Ja, auch wenn ihr sagt, nimm doch das Vieh. Nein, ich möchte es nicht, weil... das sieht irgendwie süß aus. So, das war's. Und was hast du noch? Ein Relaxo. Okay, das könnte eine Weile dauern. Ja, besonders jetzt, wo keine APs mehr da sind. Wechseln wir halt und dann kommt wieder mal Maut zum Zug. Es hat das niedrigste Level. Schlitzer! Schlitzer! Hallo, Schlitzer, danke. Okay, nehmen wir halt Maut nach vorne. Zack. Und weiter. Item! TM 5. Wow, warum finde ich jetzt so viele TMs? Was ist das denn? Mega Kick. Nein, danke, im Moment nicht. Noch ein Item. Finde ich hier nur TMs? War das schon immer so? Psi-Strahl. Kann niemand erlernen, okay. Oh Gott, wie scheiße siehst du denn aus? Ich will hier weg. Gegen dich haben wir noch nicht gekämpft, nein. Da oben rechts ist noch ein Item. Traumato. Shit, jetzt habe ich die falsche Attacke eingesetzt. Ich wollte Schaufler. Dialga. Einmal so ein Dialga, ja, ist klar. Croc, mach du das. Holy shit. Was habe ich jetzt überlegt? Gar nichts irgendwie, scheiße. Nochmal Schlitzer. Und nochmal, zack. Okay, es hatte gar keinen Ruf, naja. Ein Nidoran. Das kann dann wieder Maus machen. Das sieht süß aus. So, wir haben auch den besiegt. Dann holen wir uns noch das Item hier oben. Zack, das ist nochmal eine TM. Gibt es hier echt nur TMs? Skullbash, was ist das? Weiß ich gerade nicht. Gegen dich haben wir noch nicht gekämpft. Was zur Hölle? Ein extrem komisch aussehendes Knilz. Hätte es nicht so einen bösen Gesichtsausdruck, hätte ich es vermutlich nicht mal erkannt. Und dann ein... Okay, dich kennen wir auch. Ja, Konfusion weiterhin. So, es ist verwehrt. Ja, und ich muss extrem aufpassen... Oh, Psi-Strahl. Ich muss extrem aufpassen, wenn ich mit der Speed-Taste arbeite. Weil... Ansonsten ist schnell mal ein Pokémon besiegt, ohne dass ich es überhaupt mitbekommen habe oder hätte. So... Wo bin ich denn jetzt? Bin ich hier richtig? Auf jeden Fall nicht. Aber ich kriege meine TMs zusammen, das ist super. Die ich dann mit Freuden alle irgendwann... Na gut, nicht alle einsetzen werde. Wir kämpfen noch kurz dich hier. Was bist du? Ja, mega. Du siehst auch irgendwie komisch aus.
Siehst extrem komisch aus. Naja. Shit. Wechseln bitte auf... auf Croc. So. Level 21 für Croc. Oh, du bist süß. So, weg mit dir. So, jetzt muss ich aber langsam aufpassen. Ich nehme mal Bambi nach vorne. So. Was ist das? Teleport. Das ist eigentlich genau das, was ich jetzt gebrauchen würde, um mich heilen gehen zu können. Aber, naja. Wir heilen kurz mal unsere Pokémon ein bisschen durch. Auch noch Croc kriegt einen Trank. So, und dann gehen wir weiter. Ja, ich weiß, die Zeit wäre eigentlich bereits erreicht. Aber ich möchte immerhin im nächsten Part wissen, wo ich lang muss, nicht wahr? Hab ich gegen dich schon gekämpft? Nee. Ich nehme wieder mal einen falschen... Du siehst auch geil aus. Ganz im Ernst. Was bist du? Ein Roserade? Ja, warum nicht? Und ein Parasek. Ja, das kennt man wieder. Okay, hier oben kommt ein... Oh, ich hasse das Vieh. Lass mich in Ruhe. Doch, ich glaube, hier ist der richtige Weg. Kapilz, das irgendwie so aussieht, als würde es gerade kotzen. Aber auch dieser Sprite sieht extrem geil gemacht aus. Oh, Impoleon. Auch cool. Haxorus, was bist du? Ah, ah, das ist ein Maxax. Ich habe vorhin, glaube ich, aus Versehen einen Schafwachs-Maxax genannt. Halt, Moment. Item. Ja, ist gut jetzt. Lass mich in Ruhe. Nehme noch das hier mit. Nochmal eine TM. Ich drehe durch. Muss ich mir dann wirklich mal alles ansehen, wenn ich Zeit habe. Ein Onix. Soll ich mir einen Onix holen? Ich denke nicht. Gibt es bestimmt noch viel geileres Zeugs hier. Ja, das ist der richtige Weg. So, gegen dich kämpfen wir nochmal kurz. Impergator. Weg damit. Ah, das war's schon. Okay, Leute, aber dann würde ich sagen, das war's für heute mit Pokémon Rot. Oder wie ich es gerne nenne, Randomized Random Rot, wie auch immer. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!